Herzlich willkommen zur Lektion 1 dieses MOOCs. An Hochschulen kommen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, Prägungen und Fähigkeiten zusammen, um zu forschen, zu lehren und zu lernen. Die Unterschiedlichkeiten sind dabei vielschichtig. Sie betreffen Bildungsbiografie, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Körper und Gesundheit bzw. Sprache und Kultur. Teilweise verändern sich Lebensumstände im Laufe eines Studiums, zum Beispiel durch Mutter- oder Vaterschaft oder auch durch eine Erkrankung. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es zu einer Expansion und erhöhten Zugänglichkeit des tertiären Bildungssektors und damit zu mehr Studierenden, für die ein Hochschulstudium davor unerreichbar war. So ist beispielsweise der Anteil von Frauen oder von Personen aus bildungsbenachteiligten Familien gestiegen. Nicht nur die Studierenden, sondern in weiterer Folge auch WissenschaftlerInnen sind heterogener geworden. Trotz dieser Entwicklungen sind bestimmte Personengruppen nach wie vor unterrepräsentiert an Hochschulen und speziell in einzelnen Studienrichtungen. Viele Hochschullehrende wissen um die Bedeutung dieser Fragen. Viele sind aber auch unsicher, was das für ihre Lehrgestaltung konkret bedeutet. Zum Beispiel, wie kann ich damit umgehen, wenn ich beobachte, dass sich ausschließlich bestimmte Studierende zu Wort melden oder sich bei Gruppenarbeiten schnell genderstereotype Arbeitsteilungen ergeben? Was bedeutet Mehrsprachigkeit unter Studierenden für meine Vorträge oder das Beurteilen von schriftlichen Arbeiten? Bevor wir uns in diesem Online-Kurs konkreten und praxisbezogenen Fragen widmen, zoomen wir in einem ersten Schritt aber hinaus, um wichtiges Wissen über den Kontext zu erlangen, in dem sich diese Fragen überhaupt erst stellen. Wir befassen uns mit grundlegenden Erkenntnissen zu Diversität und Inklusion an Hochschulen. Ziel dieser ersten Lektion ist, dass Sie die Bedeutung und Dimensionen des Themas gut überblicken. In einem ersten Videobeitrag erlaubt uns Carmen Leicht-Scholten von der RWTH Aachen einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von Diversity-Strategien an Hochschulen im deutschsprachigen Raum. Sie spricht über Chancen, Herausforderungen und Gelingensbedingungen, damit diese Strategien an Hochschulen tatsächlich Veränderungen bewirken. Anschließend diskutiert Andrea Platte von der Technischen Hochschule Köln, was eine inklusive Hochschule ausmacht. Sowohl Inklusion als auch Exklusion können dabei auf der Ebene der Strukturen, der Kulturen und auch der Praktiken eingeschrieben sein. Der zweite Teil unserer ersten Lektion widmet sich dann Fragen von inklusiver Lehre. Zunächst gibt Andrea Platte eine Einführung ins Thema. Was ist inklusive Lehre? Wichtige Impulse ihrer Überlegungen stammen dabei einerseits von Comenius, andererseits von Hannah Arendt. Schließlich stellt Michelle Breuer von der Universität Wien vor, wie Lehrende Differenzierung in ihrer Lehr- und Prüfungsgestaltung umsetzen können. Mit anderen Worten, wie können wir Lehrende multimodal, also mit verschiedenen Lehr-Lern-Methoden, auf Unterschiede zwischen Studierenden eingehen? Mit diesem abschließenden Video der ersten Woche steigen wir also bereits in anwendungsbezogene Fragen ein, die wir in den kommenden beiden Wochen dann weiter vertiefen. Viel Spaß beim Einstieg in unseren Kurs!